Diese Filme brennen sich in euer Herz. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Eine Woche haben die 10 Filme, die man gesehen haben muss, pausiert, weil ich ein paar Tage unterwegs war. Aber jetzt gibt es für euch eben wieder die besten Filme, die man gesehen haben muss. Und dieses Mal geht es um die besten Dramen. Auch im ersten Teil, dafür gibt es einfach zu viele Filme in diesem Genre, die man gesehen haben muss. Aber die ersten 10, die gibt es für euch jetzt. Auf Platz 10 habe ich ein Oscar-gekröntes Werk, nämlich Der englische Patient mit Ralph Fiennes und Juliette Binoche. Und das ist einfach ein Film, der hat eine unglaubliche Wucht, spielt vor dem Zweiten Weltkrieg, kurz eben davor. Und es ist diese Patientengeschichte eben, die sich auch in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und das ist eben das Tolle an so Wahnsinnsfilmen. Die sind jetzt eben nicht eine plumpe Love-Story, sondern da ist eben auch ganz viel Geschichte mit dabei. Da ist Politik mit dabei. Da sind einfach so viele verschiedene Ebenen, die in einem Film eine Rolle spielen. Und wenn ein Film 2 Stunden 40 geht und dabei aber nichts an Kraft und Ausdruck verliert, sondern es eben immer auf hohem Niveau bleibt, dann ist es ein Film, den man gesehen haben sollte. Und da der Film eben auch durchaus traurige Aspekte hat, ist es ein fantastisches Drama und den sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Auf Platz 9 habe ich einen italienischen Film von Roberto Benigni, Das Leben ist schön. Und das ist ein Film, der spielt dieses Mal dann eben zum Zweiten Weltkrieg, auch die Geschichte mit dem KZ. Und er muss eben mit seinem Sohn und seiner Geliebten ins KZ. Und damit aber der Alltag für den Jungen nicht so düster ist und nicht so schwierig ist, überlegt er sich immer wieder Geschichten und entdeckt Bilder, die er eben entwickelt, um seinem Sohn das Leben etwas schöner zu machen. Und damit er dieses ganze Leid und diese ganze Qual nicht so erlebt und das wie so ein Spiel für ihn ist. Ein Film, der wirklich das Herz zerreißt, ohne zu einer Sekunde kitschig zu sein, sondern der Film hat eine unglaubliche Lebensfreude. Ist an einigen Stellen wirklich unglaublich lustig, lässt einen aber eben auch wirklich mit einem Herzen zurück, was wirklich bittere Tränen weint. Das klingt jetzt sehr, sehr kitschig, aber wer den Film gesehen hat, wird wirklich mich komplett unterstützen und alles unterschreiben. Ein Wahnsinnsfilm mit einer Wahnsinnskraft, unglaublich wichtig und unglaublich schön. Auf Platz 8 habe ich auch einen Klassiker, der schon, glaube ich, 187 Mal im Fernsehen lief. Die Verurteilten. Unfassbar starker Film mit Tim Robbins und Morgan Freeman, die sich im Gefängnis kennenlernen. Tim Robbins Figur wird vorgeworfen, seine Frau ermordet zu haben. Er beteuert immer noch seine Unschuld, kommt aber eben aus dieser Lage gar nicht so einfach heraus. Und das ist eben ziemlich hart und auch der Alltag in dem Gefängnis ist eben ziemlich hart. Und der Film schafft es eben, ein nicht ganz typisches Gefängnisdrama zu kreieren. Es ist nämlich eine Geschichte von zwei Fremden, die sich annähern und sich sehr, sehr, sehr gut befreuen. Gleichzeitig gibt es eben auch so Aspekte, die beleuchten, wie ist denn da tatsächlich dieser Alltag? Und einfach ist die Geschichte an und für sich auch so tiefgehend und so emotional geschrieben, dass es eins der besten Dramen eben auf diesem Planeten geworden ist. Und deswegen sollte man diesen Film auch unbedingt gesehen haben. Auf Platz 7 habe ich auch wieder einen Wahnsinnsfilm und ich kann euch immer nur sagen, es ist für mich immer super schwer dann zu sagen. Ich mache jetzt ein Ranking und alle Filme sind ja auf jeden Fall sensationell. A Beautiful Mind habe ich jetzt auf der 7 mit Russell Crowe direkt. Nachdem er für Gladiator einen Oscar gewonnen hat, war er hier auch direkt wieder ganz vorne mit dabei. Es ist ein Film, der zeigt, dass selbst Genies es eben nicht leicht haben. Und nur weil man eine Sache besonders gut kann, heißt das nicht, dass man das Leben einfach ganz easy leben kann. Das ist von der Aussage des Films wirklich sehr, sehr stark, weil es auch einfach zeigt, gerade wenn man so auch in der Schule immer so draufgehauen wird, so lernt, 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 Leistung, Leistung, Leistung. Am Ende des Tages bringt euch das nicht viel, wenn ihr ganz andere Probleme noch habt. Und das bringt der Film auf sehr poetische und wunderschöne Art und Weise eben zum Vorschein. Für mich ein Film, den man in diesem Leben auf jeden Fall einmal gesehen haben muss. A Beautiful Mind. Auf Platz 6 habe ich einen Film, der mich persönlich sehr, sehr berührt hat, auch wenn er kommerziell gar nicht so erfolgreich war. Garden State ist der Film von Zach Braff mit Zach Braff und Natalie Portman, der es eben schafft, eine Geschichte zu erzählen von jemandem, der zurück in seine Heimat kommt, noch gar nicht so richtig weiß, was er mit dem Leben anfangen möchte und auf unterschiedliche Art und Weisen das Leben eben wieder neu kennenlernt und eben auch neuen Lebensmut schöpft, zu sagen, okay, ich bin, wer ich bin, ich möchte einfach auch sein, wie ich bin. Darf ich das oder darf ich das nicht? Und dafür ist ein Besuch in der Heimat manchmal ganz schön ratsam, gerade wenn man dort auch auf die ein oder andere verrückte Persönlichkeit stößt. Sehr kreativ umgesetzt, unglaublich viel Herz und berührt wirklich bis ins Mark und für mich einer der Filme, die man unbedingt gesehen haben muss und das solltet ihr ganz schnell nachholen, nämlich mit Garden State.
Auf Platz 5 habe ich The Prestige, wenn er auch für einige Leute vielleicht eher Mystery-Thriller ist oder auch so leichte Fantasy-Elemente hat. Aber von der Grundgeschichte und vom Grundtenor des Films ist es dann doch eher ein Drama. Denn hier geht es eben auch um Menschen, die völlig fanatisch ein Ziel verfolgen. Sie wollen nämlich der beste Magier sein. Und man erfährt einfach so unglaublich viel über die Figuren, über die Menschen und auch wie der restliche Film aufgebaut ist. Hat er zwar Elemente aus anderen Genres, ist für mich aber eben eigentlich ein klassisches Drama, was dann eben sehr, sehr spannend ist. Hugh Jackman ist auch unter anderem mit dabei. Christian Bale, ein Christopher Nolan Film. Da weiß man schon, okay, das wird verrückt. Das wird sehr krass erzählt. Es wird einen Twist geben, der heftig ist. So auch bei The Prestige. Aber er ist eben doch ein Film, der durchaus berührt und eben nicht bloß normales Unterhaltungskino ist. Und für mich eben ein unglaublich starker Film. Und deswegen muss The Prestige bei mir hier auch auf die 5. Nach der Independent-Perle Garden State und nach dem famosen Kino Prestige gibt es jetzt wieder einen kleineren Film auf der 4, 21 Gramm. Den habe ich euch auch schon mal bei den Couch Classics vorgestellt. Ist wirklich intensivstes Kino, was fast schon anstrengend ist zu schauen. Toll geschnitten. Intensivste Erlebnisse in Naomi Watts, Sean Penn, Benicio del Toro sind dabei, um eine Geschichte zu erzählen, die erst am Ende Sinn ergibt und wie so ein Puzzlestück geschnitten und erzählt worden ist. Wirklich, das ist ein Film, der haut mich jedes Mal komplett aus den Latschen. Das ist ein Film, den spürt man richtig. Und auch wenn der Film zu Ende ist, hat man erstmal noch so ein Kloß im Bauch. Ein Gefühl, was ich teilen möchte. Und deswegen stelle ich ihn euch ja jetzt auch hier nochmal vor. Auf Platz 4, 21 Gramm. Und den Film sollte man wirklich, wirklich unbedingt gesehen haben. Auf Platz 3 habe ich einen Film, der selbst die härtesten Typen niemals loslassen wird. Philadelphia mit Tom Hanks und Denzel Washington. Eine Geschichte, die viele verschiedene Themen thematisiert. Eben zum Beispiel Homosexualität, HIV, gleichzeitig aber auch das Jura-Leben, also so ein Gerichtsfilm ist es ja eben auch geworden. Und das Allerwichtigste, was über einem steht, ist eben Gerechtigkeit. Und dieser Film ist völlig zu Recht so stark gewesen, dass Tom Hanks für die Leistung den Oscar erhalten hat. Man fühlt wirklich mit ihm, wie er um sein Leben auch kämpft, eben einmal als AIDS-Kranker später, aber eben auch um Gerechtigkeit. Und dass es eben nicht immer wichtig ist, wie das Leben später ausgeht, sondern dass dieser eine Moment wichtig ist für diese Person ist, damit es einfach gerecht ist und dass Gerechtigkeit eben nicht immer juristisches Recht ist. Also ein Wahnsinnsfilm, der wirklich jedem zutiefst berührt. Und jeder, der da sagt, er hat dann noch keine Träne verdrückt, mein Gott, wo ist denn euer Herz? Ein Film, in dem ich wirklich viele, viele, viele literweise Tränen verdrückt habe. Philadelphia, Wahnsinn. Und wer sich heute manchmal fragt, was macht eigentlich Tom Hanks? Der hat ja nicht früher so gute Filme gemacht, schaut sich diesen Film an und erinnert sich, dass das damals seine große Zeit war. Auf Platz 2 habe ich einen meiner absoluten Lieblingsfilme, L.A. Crash, auch ein Oscar-Gewinner. Und es ist ein Episodenfilm, der zeigt, wie das Leben in Los Angeles so ist, nämlich aus verschiedenen Blickwinkeln, aber eben der am selben Tag. Ist also eben mal ein Polizist, ein Politiker, ganz normale Angestellte, aber eben auch die Hispanics oder Schwarze. Wie erleben die eigentlich den Alltag? Und das Interessante daran ist auch, was mich immer wieder zum Nachdenken anregt, ist, dass man manchmal selber denkt, das, was ich tue, das tue ich ja nur für mich und es hat keinerlei Auswirkungen auf andere Mitmenschen. Das ist aber nicht so, denn alles, was man draußen mit Mitmenschen macht und ob man eben nur ein Brot kaufen geht beim Bäcker, selbst das hat ja schon einen Einfluss auf das Leben des anderen. Und wenn einmal ein Stein im Rollen ist, dann ist es schwer, den wieder anzuhalten. Das ist für mich wirklich eine Poesie der Kameratechnik, aber auch des Schnitts und ein Film, den man gesehen haben muss. Nur einen Film, den empfehle ich euch noch stärker als L.A. Crash, aber eigentlich müsst ihr beide Filme sehen. L.A. Crash, ein absolutes Meisterwerk. Auf Platz 1 habe ich aber einen Film, wirklich eine Wucht, wie so ein Vorschlaghammer, bam, in die Fresse. Requiem for a Dream, ein absolutes Meisterwerk, was es eben jedes Jahr einfach mal so gibt. Hier werden Personen gezeigt, die den Weg in die Sucht gefunden haben und da eben nicht mehr rauskommen. Und Sucht heißt eben nicht bloß Drogensucht, Heroin, zack, selber schuld, ne, hätte ja keine Drogen nehmen müssen, sondern zeigt eben auch auf perfide Art und Weise, wie schnell man eigentlich auch in seinem normalen Alltag in eine Sucht geraten kann. Es wäre aber nicht Darren Aronofsky, wenn er diesen Film dann nicht eben auch extrem wahnsinnig gut filmen, schneiden, inszenieren würde. Das ist teilweise wirklich so ein Mindfuck ohne Ende.
wenn man sich das anguckt und denkt sich so, was passiert hier? Aber genau deswegen ist dieser Film so genial, weil er es schafft, diese Geschichten nicht nur miteinander zu verweben, sondern auch wahnsinnig zu visualisieren, dass am Ende einfach nur ein ganz mieses Gefühl übrig bleibt, aber eben auch wirklich viel, viel Stoff zum Nachdenken. Und ich hoffe, ihr habt den Film schon gesehen, und wenn nicht, bitte tut mir den Gefallen, wirklich, ich mache das nicht oft, aber bitte, 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 bitte tut mir den Gefallen und schaut euch in Kürze diesen Film an. Kein Gute-Laune-Streifen, aber ein Wahnsinnsteil. Und wer Film verstehen will, was Film eine Kraft und eine Macht hat, der muss diesen Film gesehen haben, um das eben zu verstehen. Also wer diesen Kanal mag, muss den Film gesehen haben. So, das war meine Ansage. Von euch möchte ich wissen, gibt es noch Filme, die ihr so feiert wie ich, Real Cream for a Dream, bei denen ihr sagt, Leute, wenn ihr diesen Film seht, dann geht ihr auch mit eurem Geist in eine ganz andere Dimension, weil es einfach so krass ist und ein richtiges Erlebnis ist. Schreibt das mal in die Kommentare rein, wem das zu viel ist und er sich jetzt sagt so, ja Dominik, hast du ja nett gemacht. Ich habe meinen Daumen nach oben auch mal gegeben. Ich möchte aber noch ein Video schauen, dann checkt doch vielleicht hier einfach eine Couch-Classic ab. Nämlich Der Untergang habe ich gestern vorgestellt. Oder Männerhort. Die Review gibt es hier unten rechts. Ist mal was ganz anderes, weit jetzt weg von Tränen, sondern ist eine Komödie. Schaut da gerne vorbei und dann sehen wir uns bald wieder bei der neuen Filmkritik hier bei Die Filmfabrik mit mir, dem Dominik.